Huhu Leute, ich bin Flash, willkommen zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Wir sind im Seetangwald, haben auch hier schon ein bisschen was gemacht. Wir müssen für Miss Puff, müssen wir hier so Camper bzw. Schüler retten. Das haben wir in der letzten Folge schon gemacht, zwei konnten wir schon retten. Und wir können uns hier anscheinend auch in Patrick verwandeln, um mit diesen Früchten was zu machen. Ich weiß allerdings momentan noch nicht, wo man die hinschmeißen muss und so. Darum machen wir jetzt momentan erstmal noch als SpongeBob weiter und gucken uns das dann später an, was genau man da machen muss. So, hier, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, was das ist. Man teleportiert sich irgendwie weg, man hört irgendwas, so ein Platschen, und dann ist irgendwann vorbei und man kann wieder raus. Wie gesagt, aber sowas Ähnliches war ja auch schon mal mit dieser Anspielung auf die eine SpongeBob-Episode mit dem... Oh, schnell. Aua. Mit dem Bus, den SpongeBob immer verpasst. Und das ist jetzt hier vielleicht sowas Ähnliches, kann ich mir vorstellen. So, ich kann hier die ganze Zeit neben der Map langlaufen, aber bringt mir das irgendwas? Ja, neben der Map sind hin und wieder mal ein bisschen Glänziges, aber sonst ist hier nicht viel. Okay. Machen wir erstmal weiter. Da müssen wir hin. Hier haben wir wieder so einen Typi, der immer wegspringt. Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen einfach zu ihm hin und verprügeln ihn. So, wo geht er jetzt hin? Genau in der Sekunde, wo der wieder angreifbar wird, getimed und gekillt, den Typi. Sehr cool. So, und der hat uns jetzt hier auch einen Weg nach da drüben aufgemacht. Da nutzen wir den auch direkt mal. Da unten, da unten ist eine Eispflanze für Patrick. Okay, damit können wir schon mal das Wasser einfrieren. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Jetzt können wir aber hier mit diesem Knopf, können wir jetzt genau da hinten, das habe ich mir schon beim letzten Mal gedacht, können wir jetzt mit der Wanderblase, können wir jetzt hier hinten auf den, ups, man muss natürlich auch treffen. Genau, und damit haben wir jetzt was gemacht. Jetzt haben wir da was. Ah, jetzt können wir da oben drauf, wo wir eigentlich schon... Nee, wir können jetzt sogar noch weiter. Jetzt können wir sogar auch da oben überall mit Patrick lang. Okay, wir haben jetzt einen richtig großen, langen Patrick-Weg aufgemacht. Den wir jetzt hier auch nutzen könnten, theoretisch. Um da hochzukommen und dann da oben immer weiter mit Patrick. Wollen wir das jetzt schon machen, ist die Frage. Ich glaube, ich mache erstmal gerade noch mit SpongeBob weiter. Erstmal noch weiter alles angucken. Irgendwo hier ist was mit Strom. Man kann hier wirklich alles skippen. Man kann an den ganzen Gegnern vorbeiskippen, indem man einfach hier außen langläuft. Bringt das einem irgendwas? Aua. Oh, hier ist einfach so ein goldener... Hallo. Hier ist einfach so ein goldener Funwin. Das ist natürlich auch gut. Und dieses Gebiet scheint auch wieder so in mehrere Zwischengebiete aufgeteilt zu sein. Das hatten wir ja bisher noch nicht so oft. Das war ja im allerersten Level. Das bestand direkt aus drei oder vier verschiedenen, durch einen Ladebildschirm getrennten Wegen. Und danach die ganzen Level, da war das nicht mehr so. Oder größtenteils nicht mehr so. Aua. Der freut sich richtig. Oh, wartet mal, hier ist irgendwo ein... Da ist es. Okay. Ich will doch nichts über den Geruch von Seifenblasen morgen. Nicht nach. Okay, jetzt haben wir hier aber so gut wie alles. Wir müssen nochmal nach da unten gucken, was wir hier noch alles haben. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, wir gucken uns hier unten nochmal eben schnell um. Wollen wir hier irgendwas? Da haben wir eine Socke. Okay, da haben wir schon mal... An die Socke kommen wir durch die Einfrierungsfrucht, die hier hinten ist. Da müssen wir aber auch Patrick sein für. Sonst bringt uns das gerade mal nichts. Okay. Merken wir uns. Okay. Ach so, wo ich jetzt hier gerade diese Raketen sehe.
Da habe ich, glaube ich, in der allerersten oder zweiten Folge dieses Let's Plays habe ich das angesprochen. Und dann hat einer einen sehr guten Kommentar geschrieben, worauf ich mich dann danach tatsächlich informiert habe. Es hat einer geschrieben, hey, diese ganzen Raketen, die hier im Boden sind, die sind doch vielleicht eine Anspielung auf das Bikini-Atoll. Und dann habe ich mir gedacht, gar nicht so doof, das heißt hier ja auch Bikini Bottom. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und es soll tatsächlich so sein. Bikini Bottom liegt im oder unterm Bikini Atoll, wo damals tatsächlich in unserer echten Welt die Atombombentests gemacht worden sind. Und darum sind hier auch Raketen und sowas. Und vielleicht sind deswegen auch hier so viel mutierte Ultraviecher und alles ist so verrückt und bekloppt, weil das hier alles, keine Ahnung, vielleicht ist das durch Strahlung mutiert oder sonst irgendwelche Sachen. Also, dass wirklich in so einer Kinderserie, dass hier, dass das aufs Bikini-Atoll und Atombombentests anspielt, das fand ich dann schon echt krass, als mir das bewusst geworden ist, weil da bin ich jetzt auch gar nicht so gekommen. Das hatte einer von euch geschrieben, dann hatte ich halt extra nachgeguckt und es ist tatsächlich so. Das soll so sein. Das ist echt krass. So, und jetzt wechseln wir aber mal eben zu Patrick. Und dann machen wir... Ich weiß auch noch nicht, wie man da drüber auf diese kleine Insel da hinten kommt. Ranger, okay. Ja, wie man auf diese Insel darüber kommt. Okay, man kann sich einfach von oben runterfallen lassen. Aber bringt das irgendwas? Ist da irgendwas? Keine Ahnung. Wir gehen mal Patrick. So, und jetzt haben wir ja hier... Theoretisch können wir ja die Dinge aufheben. Aber wo können wir die gegenschmeißen? Was bringt das? So bringt das mal nichts. Aber hier unten ist auch... Warum ist hier eine Frucht? Ist die nur dazu da, um einem zu sagen, hey... Hey, hier kannst du auf Patrick gehen oder hat es auch irgendeinen Sinn, dass ich hier auf Patrick gehen kann? Ich gehe aber erstmal hier hoch. So, hier würden wir jetzt an den ersten rankommen. Den haben wir uns aber schon erschießt beim... die springt gar nicht. Okay. Den haben wir uns schon erschießt beim ersten Mal. Ah, jetzt könnten wir auch mit Patrick hier rüberkommen. Auf die andere Seite dahin. Aber ist da unten irgendwas? Das sieht man nur so, als ob das irgendein Quatsch ist, was wir nicht brauchen. So. Zack. Damit haben wir jetzt da eine Plattform geholt. Okay. Dann brauchen wir hier wieder eine neue... Achso, die Frucht kriegen wir von hier, okay. Was bringt das hier? Schleudert uns das nur wieder hoch, oder? Ja, okay. Dann kriegen wir hier die nächste Frucht. Ich finde ich auch gut, dass man mit Patrick mit der Frucht, also mit der Wurffrucht, dass man damit die Sprungblätter nutzen kann. So, Checkpoint, okay. Dann kommen wir jetzt bis da rüber. Ja. Was bringt das? Achso, einfach nur, um hier hochzukommen. Okay, nehmen wir das mal mit. Wie viele davon muss ich denn tragen? Wow, das war falsch. Okay, das war falsch. Wir müssen... Wo müssen wir das gegenballern? Ich gucke mir das mal kurz in Ruhe an. Also hier hoch. Und dann... Ich meine, klar, ich brauche die Frucht da drüben, aber kann ich die hier irgendwie... Ich kann ja mit der Frucht in der Hand nicht springen. Das heißt, ich muss die irgendwie vorher hier rüber werfen oder so. Okay, ich muss die Frucht irgendwie da rüber werfen. Mal sehen. Kann ich die vielleicht auf so ein Blatt drauf werfen? Das müssen wir mal gucken, ob das geht. Oder einfach direkt drüber werfen. Oh, das wär fast gegangen. Es hat fast geklappt. Die ist auch echt lange da, die Frucht. Also man hat schon Zeit. Man hat eigentlich genug Zeit. Da unten ist auch noch eine Frucht. Was bringt uns die da unten? Ups. Der wirft es aber auch zu weit, um es nur aufs Blatt zu werfen.
Ich check's gerade nicht komplett. Vielleicht haben wir auch noch irgendwas nicht aktiviert, was wir noch bräuchten. Okay, jetzt hing ich irgendwie an diesem doofen Stein fest. Das war doof. Ich habe nach vorne gedrückt und geworfen und dann hing ich am Stein fest und jetzt ist einfach kein Schritt gelaufen. Dass das manchmal so lange dauert, bis die kaputt gehen. Aber die halten halt, die hält halt extra lange. Ah, jetzt. Ah, guck mal. Wenn man weit genug nach vorne geht, dann wird einem das Ding angezeigt. Das ist doch gut. So. Jetzt passt's. Weg mit dir. So, hier hatten wir hier was an was. Oh ja, da haben wir ein Lilanes, aber das ist mir jetzt zu gefährlich. Wenn ich da jetzt runterfliege und dann komme ich nicht mehr hoch, das ist mir nicht wert, dass ich den ganzen Weg nochmal neu machen muss. Achso, oh, das war einer von denen. Okay. Okay, gut. Das heißt, den haben wir jetzt auch gekriegt. Jetzt können wir uns einmal die Socke da... Obwohl, wir... Ah, shit, jetzt bin ich runtergesprungen. Was bringt denn eigentlich diese Frucht hier? Wir kriegen hier zwischendurch einfach Früchte, wo man nicht weiß, was die bringen. Da weiß man nicht, was die bringen. Egal, wir holen uns jetzt die Socke mit der Eisfrucht. So. Passt. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Nix, oder? Ich hoffe, ich komme da hoch. Ja, okay. Hier wollte ich ja eh mal hin, um zu gucken, was hier abgeht. Hier ist aber nichts. Okay, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, hier tatsächlich alles, was man hier haben kann. Haben wir, glaube ich. Dann können wir dieses Gebiet wieder verlassen. Ich glaube, wir haben alles gemacht und alles geholt. Okay, gut. Dann wechseln wir jetzt wieder einmal auf Spongy Bobble. Und dann kann es weitergehen. Lebenspunkt haben wir voll, sehr gut. Dann gehen wir ins nächste Gebiet. Wir haben auch die Hälfte aller von den Viechern schon geholt, von den Campern. Warte mal, wie sieht es generell aus hier? Oh, erst ein Pfannenwender. Alle vermissten Camper finden, okay, klar. Und alles andere kommt erst noch. Also wir waren jetzt anscheinend im kleinsten Gebiet. Jetzt müsste theoretisch das nächste Gebiet größer sein. Weil wir noch echt viel zu tun haben. Okay. Auf geht's. Oh, wie funkelnd. Da unten ist was. Wir könnten da runter und abkürzen. Die Frage ist, wollen wir jetzt schon wieder das Gebiet cheesen? Och du Gott, wie viel Wege hat man hier? Okay, ich könnte jetzt hier runter. Ich könnte geradeaus. Und ich könnte sogar auch nach rechts. Das würde ich von hier aus schaffen. Okay, gehen wir mal geradeaus, weil das Mr. Krabs, vielleicht gibt er uns eine Quest. Die holen wir uns mal zuerst. Man nennt mich auch Schwaminator. Oh, da stand gerade irgendwas. Drücke diesen Schalter, um den Steintiki zurückzusetzen. Oh. Hi, Mr. Krabs. SpongeBob, hilf mir, Patrick zu finden. Ich habe eine Aufgabe, bei der er mir bestimmt helfen kann. Ah, okay, also wir müssen hier in Rätsel mit dem... Ach, toll. Wartet mal kurz. Hier muss ich mal kurz für Frieden sorgen. Okay. Hier haben wir ein Rätsel mit diesem Steintiki, was wir irgendwie rumwerfen oder schieben oder sonst irgendwas müssen. Dazu müssen wir Patrick sein. Huch. Das will uns gerade den Weg zeigen, aber... bin ich jetzt hier gefangen? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn von hier aus hin?
Habe ich jetzt gerade schon wieder irgendwas gemacht, was ich nicht machen sollte? Schon wieder irgendwas kaputt gemacht? Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich... Toll. Ja, und jetzt habe ich wieder irgendein Video ausgelöst. Das war ein Scheiß. Oh, ist das ein Mist. Okay. Okay, also da, vielleicht machen wir auch erstmal das Patrick-Rätsel. Ich komme. Aha, gecheased. Ja, ja, hilf mir Patrick zu finden, bla bla bla. Und hiermit können wir das zurücksetzen. Das Blöde ist, man muss ja auf den Knopf drücken und das kann man ja nur... Ah ne, Patrick kann ja auch einen Ground Pound, stimmt. Patrick kann auch einen Ground Pound. Dann passt es ja. Hi, Mr. Krabs. Was machen Sie denn hier? Ahoi, Patrick. Ich versuche, 3 Steintickies auf diesen Sockel zurückzustellen, damit ich über diese Brücke zur Seetanghöhle komme. Da drin könnten Kunden sein. Ich habe 3 Tickies in dieser Gegend gesehen, aber mein altes Hirn hat keine Idee, wie ich sie hierher bringen könnte. Darf ich es probieren? Klar, warum nicht? Unterhaltung ist immer gut. Sollte es klappen, gibt es da oben einen goldenen Pfannenwender für dich. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs, ich schaue, was ich tun kann. Okay, das heißt, wir müssen jetzt sogar das ganze Level als Mr. Krabs, als Patrick machen. Ja, aber warum soll... Drücke diesen, um den Stein-Tiki zurück... Machen wir einfach mal. Mal sehen, was dann passiert. Gut, dann ist er wieder da. Bringt das irgendwas, dass ich den zurücksetze? Vielleicht einfach nur, falls ich ihn aus Versehen kaputt mache oder so. Vielleicht, dass der neu kommt. Ich kann auch wieder aufheben und woanders hinwerfen. Okay, na gut. Da müssen wir... Oh... Vielleicht müssen wir erstmal alles da unten ins Eis. Vielleicht müssen wir erstmal alles als SpongeBob machen. Ich mache erstmal alles als SpongeBob, weil da hinten war auch schon wieder, ich habe so einen Scanner-Bot da hinten gesehen, da hinten. Und da komme ich als Patrick nicht dran vorbei, weil der kann nicht schleichen. Das heißt, wir müssen erstmal... Wir müssen erstmal die Gegner clearen. Da was hinterm Wasserfall, kann man das sehen? Ist ja oft so, dass was hinterm Wasserfall ist in Spielen. Okay. Hat das jetzt irgendwas gebracht, dass ich das gemacht habe? Außer, dass ich jetzt weiter unten bin. Sieht mal nicht so aus. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall auf diesem Pfad, den ich eigentlich gerade durch das Video schon gehen sollte. Da kann ich eine Teleportkiste aufmachen, das mache ich mal lieber schnell. Genau, jetzt habe ich eine Teleportkiste geöffnet. Ah, und jetzt kann Patrick die holen sozusagen. Was bringt das hier? Achso, damit kann Patrick wieder nach hier drüben zurück, glaube ich, denke ich mal. Ja, sieht fast so aus. Okay, das heißt, ich kann jetzt auf Patrick wechseln und das holen. Aber will ich gerade noch nicht. Es war nice. Nice gecheased. So, jetzt gehen wir einmal dahin. Gucken wir mal, was da passiert, wenn wir hier drücken. Ach, jetzt haben wir da einen Pfannwender aufgemacht. Okay, da können wir dann auch... das ist aber... okay, müssen wir auch mit Patrick hin, alles klar. Weil wir haben auch nur eine gewisse Zeit, da hinzukommen. Okay, machen wir dann auch mit Patrick. Gucken wir mal schnell, was hier noch so ist. Hier haben wir noch einen Camper. Sehr gut. Von Bikini-Bottom. 3 Jahre in Folge. Vielen gut. Dank. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Okay. Und was ist hier noch? Hier können wir zurück, oder? Oder was macht dieses Ding hier?
Jetzt können wir da unten irgendwo lang. Oh Gott. Machen wir das mal. Wir müssen hier mal alles erforschen. Wir machen erstmal alles mit SpongeBob und dann machen wir... Obwohl, nee, das bringt ja gar nichts, oder? Also nicht genau. Oh, warte mal. Jetzt können wir ganz hoch. Um hier hinzukommen. Und jetzt hier hin. Oh, wir können hier... Oh, hier gibt es ultra viele Wege. Scheiße. Es gibt viel zu viele Wege. Oder ist das nur der Rückweg? Müssen wir mal raus. Oh, hier brauchen wir auch wieder Patrick, so wie es aussieht. So. Aber einfach so als Patrick kommen wir hier auch nicht lang. Hier haben wir noch einen Camper, sehr gut. Da muss auch überall hin. Was haben wir hier? Können wir irgendwas auf... Achso, für glänzige Objekte machen wir mal, genau. Haben wir jetzt irgendeinen Pfad? Oh Gott, ist dieses Level riesig. Scheiße. Und, oh Gott. Okay. Die Frage ist, was ist, wenn wir hier... Da oben ist eine Socke. Was ist, wenn wir hier den Rückweg nehmen? Wollen wir jetzt erstmal hier lang? Okay, Checkpoint ist schon mal gut. Ja, da kommen wir. Wir gehen erstmal hier nochmal zurück. Wir gucken erst nochmal, was hier ist. Erstmal nochmal gucken, was hier ist. So. Was können wir hier alles machen? Vor allem, wie kommen wir da her? Achso, da kann man ganz leicht hin. So wie es aussieht. Da haben wir sogar noch einen Knopf zum Drücken. Erstmal alle Knöpfe drücken ist auch gut, weil dadurch öffnet man alle Pfade. Ah, guck mal, jetzt haben wir das hochgefahren. Das mussten wir sogar auch hochfahren, weil sonst kommen wir mit Patrick da gleich nicht rüber, denke ich mal. Ah, das ist das, glaube ich, wo ich schon mal unten... Oder? Nee, nee, doch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich blick hier nicht mehr durch. Aber ist doch egal eigentlich. Weil wir haben jetzt hier eine Socke. So. Das... Okay, jetzt haben wir hier sozusagen... den Pfad geklärt. Okay. Jetzt will ich aber mal schnell gucken, wo ich hier mit dieser... War hier nicht eine Kiste irgendwo? Hä, war hier nicht ein Stein mit einer Kiste oder war das gar nicht hier? Das war weiter vorne, ne, irgendwo. Was hat mir das dann jetzt hier gebracht? Kann ich hier hoch? Nein. Ich blick's nicht. Egal. Dann gehen wir mal... Ich dachte eigentlich, das Tiki mit dem Stein war hier. Wartet mal, da hinten ist auch noch was. Wie kommt man denn da hoch? Oder kam ich daher irgendwo? Hä? Ich blick's gar nicht mehr. Okay, dann machen wir weiter. Wenn man es nicht mehr blickt, dann muss man einfach weitermachen. Okay. Dann weiter. Dieses Level ist zu kompliziert für mich. Normalerweise mache ich ja immer alles gerne mit System, aber hier gibt es einfach so viele Wege. Oh, den sollten wir vielleicht erst wegmachen, oder? Da, den drüben, den... Ja, Scheiße, Mann. Sind natürlich alle Gegner wieder da, aber wir sind hier wenigstens... Ja, ja, okay. Ist nicht so schlimm. Hier war ja ein Checkpoint und alle Knöpfe müssten weiterhin immer noch gedrückt sein, von daher geht es klar. Einfach schnell weiter. Ja, man soll hier, glaube ich, aber als Patrick lang. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Scheiße, hat nicht gezählt. Und der schmeißt seine ganzen Roboter einfach runter ins... Oh,
jetzt ist er sogar ganz kaputt gegangen. Sehr gut. So, was haben wir da? Bringt das was, da drüber rüber zu gehen? Wie kommen wir hier weiter? Oh Gott. Jetzt haben wir hier diese Hämviecher wieder. Die haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Da ist sogar auch eine Socke, aber da kommen wir jetzt momentan, glaube ich, gerade nicht ran. Da kommen wir, glaube ich, nicht so mal eben so ran. Da weiß ich nicht, ob ich da ran will, obwohl können wir eigentlich mal versuchen. Nein, ich dachte, das schleudert mich höher. Okay. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Jo, das sah knapp aus. Da unten? Ah, da unten ist das Ding. Okay, das weiß ich, was das für eins ist. Dann gehen wir mal hier weiter. Dann haben wir hier jetzt auch wieder verschiedene... das können wir mal wegmachen, direkt bevor irgendein... Achso, das ist nur das. Okay, passt. Dann weiß ich, welches das hier ist. Den können wir mal eben wegmachen. Und was bringt dann das? Ja, dann können wir hier außen lang. Will ich das? Ist die Frage. Was haben wir denn? Ach du Gott, was haben wir mal? Viel Glänziges. Das würde sich schon lohnen zu holen. Aber da kommen wir nie wieder weg. Ah, wartet mal. Hier ist doch das Ding. Okay, passt. Haben wir schon einiges an Glänziges geholt. Hey, ich kann gar nicht so weit nach rechts, um die blauen Dinger zu holen. Guck mal, hier hört die Kamerasicht auf. Ich kann gar nicht nach rechts, um die blauen Dinger zu... Ah doch, jetzt habe ich sie bekommen. Okay, nice. Keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber... So, jetzt sind... Ah, hier ist das nächste Tiki, aber hier können wir nochmal... Achso, das ist nur zum Resetten dieses Tikis. Jetzt habe ich das andere auch resettet. Okay, wir müssen überall mit Patrick lang. Wir müssen diese ganze Kack... Diesen ganzen Scheiß müssen wir mit Patrick machen. Dann gehen wir aber erstmal noch den Pfad da hinten lang. Den hier nämlich. Dann kommen wir nämlich an die Socke. Die da hinten. Oh, das war glaube ich nicht richtig. Scheiße. Das war nicht richtig. Wieso schleudert mich das nur so wenig hoch? Okay, passt. Ich muss direkt mit dem da oben, muss ich direkt ganz hoch. Hier ganz hoch, genau. Passt. So, jetzt komme ich auch an die Socke. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir auch komplett einmal im Kreis. Also jetzt erschließt sich das Level langsam für uns. Das heißt... Ich kann jetzt wieder an den Anfang zurück, beziehungsweise nicht ganz an den Anfang, sondern zu der Teleportkiste. Dann sind wir nämlich direkt beim zweiten Tiki. So, das heißt, wir machen den jetzt hier noch einmal kaputt. So, dann gehen wir auf Patrick. Dann schmeißen wir dieses Tiki schon mal hier drauf. Dann gehen wir in die Kiste. Holen uns dieses Tiki und können damit hier zurück. Genau, so. Und jetzt müssen wir nur noch einmal nochmal bis ans Ende laufen, wo wir gerade schon waren. Das müsste gehen. Und es dürfte jetzt größtenteils der Weg frei sein. Zum großen Teil, sage ich mal. Wenn wir hier dran vorbei... Gut, das da unten könnten wir jetzt noch eben schnell machen. Wenn wir schon mal Patrick sind. Das heißt, wir müssen jetzt hier beeilen. Ja, also nach da hinten rum. Boah, ist aber ein weiter Weg. Schafft man das in der Zeit? Also auch vor allem mit der Zeit von dem Eisscheiß hier. Jetzt laufen zwei Timer. Ja doch, müsste aber passen. Ja. Ich hoffe, ich werde jetzt gleich nicht gefangen, wenn die Zeit abläuft. Lieber mal weggehen. Okay. Die Frage ist, ist hier unten sonst noch irgendwas eventuell im Eis irgendwo? Kann halt sein, aber ich habe ehrlich gesagt wenig Bock, jetzt hier alles zu erforschen.
Wir müssen jetzt eigentlich zurück. Nee, hier ist glaube ich nichts mehr. Okay, los. Zurück. Passt. Passt, passt, passt. So. Jetzt können wir hier eigentlich alles ignorieren, größtenteils, glaube ich. Was macht er? Wo geht er hin? Okay. Aua. So, jetzt muss ich hier dieses Jumping Puzzle schaffen. Und jetzt muss ich einfach nur den Weg bis ans Ende kommen. Genau. Was bringt jetzt hier dieses Ding? Ach genau, das hier brauchte man. Diese Frucht ist hier da, weil hier ist ja dieses Schleichding, wo man schleichen muss. Und das kann man als Patrick gar nicht besiegen. Und darum ist hier die Frucht, damit man dem Schleichding die Frucht in die Fresse werfen kann, aus sicherer Entfernung. Jetzt habe ich es gecheckt. Daher ist das da. Okay, gut. Dann jetzt noch hier einmal lang, ohne abzuschmieren, bitte, Patrick. Und hier ist wahrscheinlich auch, dass man diesen Cowboy, der hier ist, dass man den bekämpfen kann mit einer Wurffrucht als Patrick. Aber da wir ja schon als SpongeBob alles geklärt haben, geht es ja klar. So, jetzt haben wir hier dieses Tiki und das können wir dann da drauf werfen. Genau, sehr gut. Okay. Dadurch geht das jetzt auf und wir können in diese Höhle. Mal sehen, was Mr. Krabs sagt. Gut gemacht, Junge. Nächstes Mal, wenn ich ein paar Kunden für die große Krabbe angeln muss, gebe ich dir Bescheid. Sind die Kunden nicht so groß für eine Angel? Du bist schon ein merkwürdiger Typ, Patrick. Ja, das stimmt. So. Jetzt können wir da... Nee, da kommen wir her, ne? Da kommen wir her, genau. Das heißt, ich glaube, ich gehe jetzt aber wieder SpongeBob. Für den nächsten Part. So, das heißt, wir können jetzt hier hoch. Und uns den Funwender holen. Sehr gut. Okay, Leute, es klappt. Soll sich gar nichts erst anbrennen. Wir sind jetzt hier nämlich Sniper SpongeBob. So, dann können wir hier nämlich in die Seetanghöhle. Weil ich glaube, wir haben auch in dem Gebiet jetzt alles. Anfangs sah das kompliziert aus, aber eigentlich war es nur ein langer Weg, den man einfach nur lang laufen musste. Das ging zwar oft im Kreis und rum, aber es war eigentlich nur ein Pfad. Naja, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, Leute.